Und es ist soweit. The Fisher Online ist raus. The Fisher Online ist auf dem Markt. Early Access. Ja, die Early Access hat gestartet. Wir können jetzt alle loslegen und angeln. Endlich können wir Gas geben. Und das haben wir tatsächlich gestern Abend auch schon gemacht. Gestern Abend 22 Uhr oder 4 Minuten nach 10 ging es auf einmal los. Das Game wurde quasi released und wir sind im Livestream schlagartig reingegangen ins Game und haben Gas gegeben. Ja, ihr Lieben, es war schon eine riesen Überraschung, dass das angekündigte Release vom 4.11. quasi jetzt noch einmal vorgezogen worden ist. Gestern am 27.10. ging es dann los. Ja, 4 Minuten nach 10 ging es auf einmal los, da ging das Game online. Und ja, wir sind rein, direkt ins Game und man startet dann ja hier als Anfänger am Belarus, am ersten Gewässer. Und ja, es gibt nochmal kleine Veränderungen in der Aufteilung der Level der Gewässer. Start ist hier Belarus Level 1, dann kann man, sollte man vielleicht auch ab Level 6 hier zum Briesener See, nach Russland zum Fluss Pra ab Level 8, ab Level 12 geht es in die Ukraine. Und dann ist, und das ist jetzt hier ein bisschen verschoben, ab Level 18 kann man dann nach Frankreich, 22 Italien und dann zum Schluss quasi erst Kuglusi nach Finnland. Das war zuletzt noch vertauscht. Da war Italien die größte, vom Level her die größte Map. Das ist jetzt anders, zum Glück, denn die deutlich größeren Fische gibt es in Finnland. Ja, wie sollte man starten, beziehungsweise womit startet man? Erstmal würde ich sagen, man schaut sich natürlich erstmal ein bisschen um, schaut sich die ganze Oberfläche an, was kann man einstellen, was kann man machen. Ich persönlich angel immer ganz gerne mit etwas anderen Kontrasten, dass es nicht ganz so intensiv von der Farbe ist und nicht ganz so kitschig. Das sieht alles ein bisschen natürlicher aus, auch von den Lichtverhältnissen, beziehungsweise auch von den Fischen, beziehungsweise ich glaube Kontrast mache ich immer so ein bisschen mehr. Genau, das finde ich ist immer ein ganz schönes Bild, sieht immer ganz gut aus. Wichtig ist natürlich mit dem ersten Set, wie angelt man mit der Pose? Und das machen wir jetzt mal als erstes. Also, fürs Posenangeln drückt man erstmal vielleicht die Taste 1 und sieht sofort, okay, an der Position ist schon etwas ausgerüstet. Wenn ihr euer gesamtes Inventar anschauen wollt, drückt ihr natürlich die Taste I. Ich habe jetzt hier mittlerweile noch ein paar andere Routen drin. Bin auch schon kurz vor Level 5, schon. Und habe jetzt aber hier nochmal die Posenroute ausgerüstet. Und mit der Posenroute, hier sieht man dann die Details. Mit Escape nochmal zurück, also hier oben am Zahnrad einfach da drauf drücken. Und da kann man quasi dann ins Detail gehen. Wenn man dann irgendwann nochmal eine Schnur ändern will, zum Beispiel auf dem X, löscht man alles raus. Dann klickt man einfach in die Fläche, rüstet vielleicht was Neues aus. Dann haben wir hier die 3-Kilo-Schnur. Oder wenn man den Haken ändern möchte, auch eine ganz wichtige Sache, Haken wegnehmen. Am besten auch gleichzeitig den Köder wegnehmen, weil manche Köder vertragen sich nicht mit dem Haken. Das merkt das Game aber noch nicht. Das heißt, man kann einen viel zu großen Haken für den Köder auf einmal verwenden. Und dann gibt es auf einmal keine Bisse. Wir starten ja mit einem Nullerhaken, also mit einem sehr kleinen Haken. Und anfangs mit Brot und mit dem Wurm. Beides zwei ganz fantastische Köder. Und die besten Fische, die man hier angeln kann, sind am Anfang sowas wie Barsche, weil man mit denen sehr viel Quests erledigen kann. Da kommen wir gleich zu. Und Giebel und Karauschen, weil die einfach wahnsinnig viel Silber bringen. Wir legen jetzt einfach mal los. Man kann direkt hier vorne angeln. Eine sehr gute Stelle, so ich sag mal, für die ersten 1-2 Level. Wenn man gleich dann die erste Grundroute hat, kann man eigentlich noch viel besser hier in dem Bereich angeln.
Hier geht es auch noch deutlich tiefer, also hier, wo die Seerosen sind, da wird es dann schon fast 2 Meter tief. Aber da gehen auch dann deutlich schwerere Fische dran. Also für den Anfang vielleicht einfach hier vorne hin. Das Setup ist eigentlich sicher aufgebaut. Wenn ihr euch nochmal auf Nummer sicher gehen wollt, einfach mal am Mausrad drehen, rauf und runter. Damit stellt man die Bremse ein. Und die kann man ja immer so ein bisschen lockerer einstellen erstmal. Hochdrehen kann man immer noch. Auswerfen ganz normal mit der linken Maustaste. Da sieht man rechts geht der Balken hoch. Und beim Posenangeln ist es so, es braucht immer ein bisschen, bis die Pose steht. Weil der Köder muss ja quasi erst immer absinken. Und wenn er dann steht, ist es wichtig, dass man sich auch noch Zeit lässt damit. Man könnte die Rute abstellen. So. Das ist auf der Maustaste. Ich habe 2 Daumentasten. Also bei mir ist es die vordere Daumentaste an der Maus. Und da zuppelt es auch schon. Damit stellt er die dann automatisch ab. Und da haben wir auch schon den ersten Barsch. Der beißt als erstes hier eben auf dem Wurm. Das Praktische beim Barsch, man kriegt auf dem Wurm relativ viele Barsche, viele kleine auch. Take it. Das Praktische ist, wenn man Q drückt, sieht man hier die Übersicht. Also man hat die Übersicht über alle Fische im Gewässer. Man sieht die Statistiken, was hat man gefangen und ähnliches. Man sieht die Rekorde, wer zieht hier gerade die dicksten Brocken raus. Und man sieht Quests. Und diese Quest-Option, das ist, kann man sagen, mit die wichtigste. In 2,5 Stunden geht die nächste tägliche Quest los. Die werde ich auf jeden Fall sofort annehmen. 92 Silber gibt es und 200 noch was XP jetzt hier für die kommende. Wenn man Rotaugen fängt. Und hier gibt es eben noch verschiedene andere, die sind gerade ausgegraut, weil ich sie gerade schon angenommen habe. Oder noch angenommen habe. Und man kann mehrfach, also es gibt in diesen verschiedenen Kategorien, gibt es gerne mal den gleichen Fisch. Das heißt, wenn man hier bei Income, also hier kriegt man dann Geld, bei Supply bekommt man Köder oder irgendwas Nützliches quasi fürs Game. Und unten Experience hier, da ist gerade keine Quest drin, beziehungsweise die einzige Quest, die habe ich schon angenommen. Da gibt es halt Bonus-Erfahrungspunkte. Und wenn man zum Beispiel jetzt in allen 3 Kategorien oder vielleicht auch in der Daily den Barsch drin hat, macht man quasi mit einem gefangenen Barsch direkt 3 Quests. Von daher einfach mal immer ein bisschen Zeit lassen. Es läuft überall auch so ein kleiner Countdown hier ab. Guck mal hier, 1 Minute noch was. Und wenn da gerade nicht der passende drinne ist, der passende Fisch, dann vielleicht noch ein bisschen warten, refresh. Lieber nochmal 5 Minuten warten und dann vielleicht 3-mal die perfekte Quest annehmen. Dadurch kann man wesentlich schneller XP zusammenfarmen und auch Silber machen. So, kommen wir nochmal kurz hier zum Posenangeln. Nehmen wir vielleicht auch einfach nochmal einen anderen Köder. Dazu kann man entweder V drücken und man kommt direkt in die Komplettübersicht oder man drückt B und sieht dann die Köderauswahl. Brotköder ist der nächste Standardköder, mit dem man anfängt. Als hervorragende Köder hat sich noch der Teig gezeigt. Funktioniert richtig gut. Und Pearl Barley, die das Getreide, die beiden Köder hier, die laufen sehr, sehr gut. Und einer der wichtigsten Fische ist, wie gesagt, der Giebel. Ein Giebel mit 1,4 Kilo. Der wird dann schon blau angezeigt hier. Bringt beim Verkaufen ungefähr 6-7. Na, vielleicht sogar 7 oder 8 Silber. Richtig viel. Wenn ihr die Gewässertiefe oder die Köderpräsentationstiefe ändern wollt, das geht mit Plus und Minus. Da kommt man sofort in diesen Bereich rein. Man kann sofort 1,90 Meter oder so. Wobei das hier vorne, ich glaube, das ist standardmäßig irgendwie 1,10 oder so wird passen. Oder eben einmal R drücken und dann auch da mit dem Mausrad einfach hin und her ziehen. Rauf und runter ziehen. So, dann werfen wir nochmal eben aus mit dem Teig. Dann nochmal die Rute einfach abstellen. Der macht sofort den Bügel zu. Mit E kann man die Rute wieder aufheben.
Und wenn man später auch mal den Bügel nur öffnen will, das wäre dann die Taste T. Zack, zack. Damit öffnet und schließt man den Bügel dann alleine. Wichtig, zack, beim Anschlagen. Ich schlage quasi immer mit beiden Tasten gleichzeitig an. Und der Moment ist ganz entscheidend, wann man anschlägt. Da haben wir schon den Giebel, Crucian. Sehr schön. Der Moment ist einfach ganz entscheidend. Es gibt eigentlich zwei Momente, an denen man anschlagen kann und vielleicht auch sollte. Der eine Moment ist, wenn die Pose umgekippt ist, wirklich flach liegt. Und der andere ist, wenn die Pose wirklich richtig runtergegangen ist. Es reicht nicht, wenn die zuppelt und kurz runtergeht. Da verhaut man sich eigentlich regelmäßig und der Fisch hakt einfach nicht. In dem Moment, wo sie richtig untergegangen ist, anschlagen oder wenn sie richtig umgekippt ist, dann hat man den sicheren Anschlag. Gucken wir mal eben jetzt hier. Das war schon, doch, hat noch gerade gepasst. Das ist schon ganz knapp immer. Roach. Aber so klappt das dann. Und ich drücke halt eigentlich direkt immer rechte Maustaste, linke Maustaste nacheinander, zack, zack. Und er kurbelt und zieht rein. Also es ist eigentlich ein sicheres Anschlagen. Sollte so dann auch funktionieren. Oben rechts in der Ecke sieht man jetzt die Quests, die ausgewählt sind. Jetzt ist er ja, das war jetzt verrissen. Das war zu spät drauf geachtet. Da war die Pose umgekippt. Jetzt nochmal ein bisschen warten. Manchmal sind die noch dran, die Fische. Und dann halt erst wieder, wenn sie richtig umkippt oder runtergeht. Also die Quests oben, da sieht man, ich habe noch eine ganz geile Quest. Oh mein Gott, 150 Silber, das ist wahnsinnig viel. 150 Silber, damit kann ich schon direkt bis zum nächsten Gewässer dann. Ich brauche noch einen Catfish, einen Wels muss ich noch fangen. Und dann habe ich die Kohle zusammen, dann kriege ich die. Zack. Jawohl. Also das ist eine Wahnsinnsquest, wenn ihr solche Sachen seht im Questlog hier. Wenn ihr das seht, dann dringend sowas annehmen und dann einfach mal gucken, ob man die nicht irgendwo fangen kann. Zack. Jawohl, lübt. Das nächste sind Giebel und dann, wenn ich jetzt noch einen habe, na, gucken wir mal. Ich sehe es da oben gerade. 3 von 4 Crucian. Das steht da oben jetzt gerade. Das ist die, und das Supply. Und ich würde bekommen Crawfish, also von einem Krebsschwanz. Krebsschwanz, ganz praktisch, dass man damit dann später auch auf Aal angeln kann. Und das kann man gar nicht so früh kaufen. Das heißt, wenn man das jetzt schon über die Quests sich erwirbt, kann man das relativ früh oder früher, als man es eigentlich kaufen kann, kann man den Krebsschwanz dann schon nutzen. Also da auch ein ganz guter Köder, den man zusätzlich haben kann. Na, da zuppelt es nochmal. Jetzt kippt er um und da ist der Anschlag. Also auch da, wie gesagt, der sichere Biss, wenn es umkippt. So, gehen wir nochmal zurück. Rudd nochmal, okay, Rotfeder. Genau, und bei den Barschen oben rechts in der Ecke, da steht jetzt Experience, da steht dann dran 129 Gramm von erforderlichen 3 Kilo und 216 Gramm. Das heißt also, um die 292 Bonus XP zu bekommen, dann muss man quasi nochmal jetzt 3,1 irgendwas Kilo noch fangen. Also ziemlich viele kleine Barsche noch fangen. Und dann kriegt man halt die Bonus-XP. Bei einer Quest, das ist auch nochmal ganz wichtig für die Quests, bei einer Quest wie zum Beispiel jetzt das mit den Crucian, ich schmeiß nochmal aus, vielleicht fange ich ja in der Zwischenzeit ein. Bei der Quest mit den Giebeln ist es so, 3 von 4 hätte ich jetzt. Wenn jetzt hier ein Giebel anbeißt, in Trophy-Größe, oder ein Giebel, der zumindest irgendwie blau ist, also eine blaue Färbung hat, dass der ein großer, large Giebel. Gucken wir mal, was das ist. Roach auch nur. Dann möchte ich den ja eigentlich nicht für die Quest opfern. Dann verschwindet der, ist nicht mehr im Inventar und ist für die Quest quasi geopfert.
ich will lieber die 7 Silber machen. Und dann kann ich auswählen. Gucken wir mal, ob man das jetzt hier sieht. Ist es einer? Nee. Dann stehen hier 3 Optionen unten. Das heißt, take, also nimm ihn einfach, lass ihn gehen. Und hier drunter kommt dann noch die Option without quest, also ohne die Quest den einfach nehmen. Und das solltet ihr auswählen, wenn der Giebel dann quasi für euren Kescher ist und nicht für die Quest. Wenn ihr hier einfach drauf drückt, würde da auch der riesengroße Fisch, auch die Trophy, einfach in die Quest wandern. Und ihr verpasst es, weil ihr könnt ihn danach nicht mehr verkaufen. Ganz wichtiger Punkt. Gucken wir nochmal eben. Das war jetzt das Abstellen, das haben wir auch. Es gibt über F1 gibt es natürlich noch die Option, hier sich ein bisschen Hilfe zu, so ein paar Infos noch zu holen. Es gibt eine Map, ganz simpel. Man kann hin und her reisen. Zumindest auf dem Gewässer klappt es. Ich weiß nicht, ob es auf den anderen auch schon frei ist. Man kann natürlich auch um das ganze Gewässer herumlaufen. In der Map sieht man die verschiedenen Tiefen. Auch manchmal ganz interessant, wenn ihr hier irgendwo steht und es verhakt sich was. Die Schnur ist buggy. Denkt dran, Leute, es ist Early Access. Es ist gerade frisch aus der Beta raus, das Game. Es kann immer noch irgendwas passieren, womit man eigentlich nicht rechnet. Euer Köder ist nicht dran oder weiß der Geier was. Route einfach in der Hand halten, Map aufmachen, M drücken. Und mit der Schnellreise ist es oftmals quasi schon wieder gelöst, das Problem. Man packt die Route wieder aus, kann dann ganz normal weiter angeln. Das hatte ich gestern im Livestream mehrfach. Da waren meine Schnüre einfach irgendwie weg. Und Bremse runter und langsam hochdrehen. Sehr schön. Sehr schön. Übrigens bei der Action Bar hier, das ist keine Gummi-Action Bar. Oh, da kommt so ein. Siehst du, das ist so ein Beispiel jetzt. Crucian in groß, der wird blau sein. Ja. Den tue ich nicht in die Quest. Niemals. Da kassiere ich die Barra einfach direkt für. Da will ich den noch nicht eintauschen für so ein bisschen Krebsschwanz. Ab in Kescher damit. Die Kohle ist für mich. Und nicht für die Quest. Genau, hat sich jetzt also oben in der Quest 3 von 4, es sind immer noch 3 von 4, und dann muss ich auf den nächsten warten. Reicht ja auch einer, wenn er 100 Gramm schwer ist oder was. Da muss man halt keinen maßigen oder keinen großen Giebel für verwenden. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Map, wenn irgendwelche Fehler sind, reisen, wenn man gar nicht irgendwie gerade weiterkommt, einloggen, ausloggen, es geht super schnell. Ihr loggt an der Stelle wieder ein, wo ihr ausgeloggt habt. Von daher ist das nicht so tragisch. Man kann auch, wenn man gerade keine Lust hat, alle 3 Routen wieder einzuholen, weil man gerade ans andere Gewässer will, einloggen, ausloggen. Es ist alles eingepackt. Schnellreise weg. Also wie gesagt, das Ein- und Ausloggen geht so schnell. Da ist das ganze Routen einholen und so dauert wesentlich länger. Bei den großen Fischen. Immer noch mal eben kurz dran. Ah, könnte schon wieder ein Giebel sein. Bei den größeren Fischen ist es dann so, ruhig ein bisschen mehr in den Drill reingehen. Tatsächlich. Und ruhig laufen. Jetzt habe ich hier gerade schon. Okay, der ist nicht blau. Den verwende ich jetzt einfach mal dafür. Das heißt, oben rechts verschwindet jetzt beim Annehmen gleich die Quest. Kratsching. Und im Chat erscheint, Crawfish Tails, also Krebsschwanz, 9-mal bekommen. Ist es gerade? Ja, gut. Aber das steht dann auch noch im Chat quasi mit drin. Wenn ihr dann hier fleißig geangelt habt und euch ordentlich Kohle zusammengespart habt, geht es natürlich daran, dass man sich langsam ein besseres Setup holt. Und da muss man überlegen, was macht wirklich Sinn. Ich bin im Moment dahin gegangen und habe gesagt, okay, ich starte mit den Feeder-Routen, weil das Spinnenfischen, was ich ja sonst sehr, sehr gerne mache, hat quasi eine Downtime, in Anführungszeichen, von fast 2 Stunden Real Life. Also die ganze Nacht über kann man Spinnfischen fast vergessen. Sehr, sehr wenig Bisse, gerade an den ersten Gewässern wird es sehr, sehr schwierig. Und von daher ist das Spinnfischen für den Anfang nicht ganz so geeignet. Mit den Feeder-Routen, da kann man in der Nacht
immer noch auf jetzt auf Wels oder was gehen oder es beißt auf jeden Fall was. Und man hat eben nicht diese Ausfallzeit. Und ich habe von den Feederrouten, drücken wir mal V, habe ich hier ein Setup zusammengestellt, was ungefähr 50 Silber kostet. Also wenn ihr so im Bereich seid von 50, 60 Silber, dann vielleicht schon mal überlegen, das erste Set zu holen. Die Route kostet nur 10 Silber. Dann ist das hier die vorletzte Rolle, nicht die letzte, das ist die vorletzte. Mit genau, die hat 6 Kilo Bremskraft und eine Power, eine Einkurbelpower von 6 Kilo. Die nächstgrößere hat, glaube ich, eine Power von 8, ist allerdings 20 Silber teurer oder sowas. Also 45 kostet die. Die hier, die kostet 28 Silber, ist auch noch recht viel für den Anfang. Dann eine Schnur für 10 Silber, die Glocke kostet 5 Silber, das Blei kostet 1, die Sehne kostet 1, und dann kann man sich nochmal ein bisschen dickere Haken holen. Einserhaken, beziehungsweise würde ich vielleicht als nächstes holen und irgendwann später nochmal Zweierhaken fürs Angeln auf Wels und so. Immer noch dran denken, das hier ist ein kleines Gewässer. Aber diese Einserhaken, die sind auch schon ganz praktisch fürs nächste Gewässer, weil darauf angeln wir ja hinaus. Wir wollen dann mit Level 6 zum nächsten Gewässer, zum Briesener See nach Brandenburg. Und da geht es dann extrem auf Forellen und die bringen richtig Kohle. Sehr, sehr viel Kohle über die Forellen und sehr, sehr gut XP über die Karpfen. Karpfen kann man auch hier schon fangen, sobald ihr halt die Chance habt, ausrüsten. Also dreimal die Feederroute ausrüsten und ab dafür. Das waren, ich glaube, jede Menge Infos. Sowas wie Premium-Account und ähnliches kann man alles machen. Es ist günstig. Ich finde, das ist ein sehr, sehr fairer Kurs. Man bekommt im Premium-Account, drücken wir mal kurz die Alt-Taste, da ist die Maus frei. Man bekommt 50% Bonus XP, 50% schnellere neue Quests für, also Quests, die sind 50% schneller da, mehr XP, 50% mehr XP, 50% mehr, wenn man Fische verkauft, mehr Silber. Und ich sag mal, für den Preis, das sind ja Dollarbeträge, 5 Dollar, also 4 irgendwas, ist das natürlich ein echt fairer Kurs. Ja. Ich leg los. Ich starte quasi jetzt auch gleich dann wieder den Stream. Das wird es jetzt in den nächsten Tagen regelmäßig geben, auch hier das Game, um vorwärts zu kommen. Und ja, wenn du Fragen hast, komm am besten in den Livestream. Wir bequatschen das dann hier alles. Und ansonsten gibt es natürlich demnächst auch hier die nächsten Videos und Informationen zum Game The Fisher Online.